Waisenhaus vielleicht hier oben nochmal hinbauen. Warum nicht? Ja, schauen wir mal. Ja, Rush, hier muss, das muss alles weg. Das ist, steht alles im Weg. Auch dieser ganze Bereich hier steht unseren Neubauprojekten im Weg. Also auch der Bereich hier, wo jetzt die aktuelle Heizgeschichte ist, die steht unserem Neubau einfach komplett im Weg. Auch das Hallenbad zum Beispiel, das werden wir auch nach oben verlegen. Ja. Weil dann können wir nämlich den Bereich hier neu gestalten. Also das hier alles, alles ab dieser Hauskante hier sozusagen bis zu dieser Bergregion. Dann können wir das hier alles neu machen. Und dann kann auch hier die Stadt ein bisschen wachsen. Eventuell nach hier unten sogar. Liebe Genossinnen und Genossen, unsere Stadt erhält vom Präsidenten einen großen Umbau, weil wir die wichtigste Stadt des Landes sind. Wir haben mit unserer Zuverlässigkeit gezeigt, wie wertvoll wir für den Präsidenten sind. Darum lasst uns diesen Umbau bejubeln und feiern. Auf Blauberg, auf Zwergistan, auf Code Blue. Sagt er gerade. Ja, okay, okay. Ich nehme diese elementar wichtigen Worte einfach mal so hin. Code Blue wird schon wissen, ja. Was er, wie, also er, mein letzten Endes, Code Blue ist ja schon seit Urzeiten, seit Jahrzehnten Bürgermeister hier. Also mal abgesehen davon, dass es nie eine Wahl gegeben hätte, ja. Aber, er weiß halt, er kennt halt seinen Blauberg wie eine Westentasche. Das ist wirklich so. Also er kennt hier jeden Parkplatz, der leer steht, also ganz genau. Und auch die hat er gewonnen. Ja, natürlich. Also es gab eine Wahl und dann wurde Code Blue gewählt und seitdem ist er so Präsident halt. Also Präsident im Bürgermeisteramt. Zur Feier des Tages sollte man das Bier blau färben. Ach, herrlich. Herrlich. Die Ideen. Ich würde das sofort umsetzen. Also würde ich eine eigene Zwergbrauerei gründen, ja? Zwergbräu, ja? Dann würde ich das Blauberger Export machen, ja? Nur für euch. Aber da ich von Braun halt überhaupt keine Ahnung habe, ja? Also wirklich gar keinen Plan, ist es wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass das in die Umsetzung kommt. Ich habe gelesen, man braucht da zumindest so ein bisschen Grundverständnis, wie sowas funktioniert, damit das auch lang nachhaltig irgendwas bringt. Und von daher lasse ich es einfach bleiben. viel unfallfreier. Ja? Was wir allerdings hier auch nochmal machen könnten, weil es mir gerade einfällt, wir wissen ja schon, was wir machen werden. Und zwar, wir werden ja hier auf jeden Fall 2 von 3 werden hier nach unten wandern. In die Stadt rein. Und von daher sollten wir die auch gegebenenfalls, möglicherweise unter Umständen vielleicht, schon mal vorbauen lassen. Dann ist der Weg am Ende vielleicht auch nicht mehr ganz so weit. Weil die müssen ja am Ende hier irgendwo in die City rein. Also einer muss hier rein, einer muss da rein und einer muss ganz darunter. Und dann fehlt uns immer noch einer. Also vielleicht müssen wir da auch irgendwie schauen, da müssen wir alle 3 runterlegen, sonst geht's nicht. Wir werden auf jeden Fall mehr als ein Heizkraftwerk hier brauchen. Aber das können wir, braucht keine Priorität haben. Das geht so. Möglicherweise werden wir hier drüben das nochmal anders bauen mit der Straße. Und wir bauen hier vielleicht nochmal ein zweites Heizkraftwerk hoch. Schließen das dann irgendwie über einen ganz total verrückten Weg hier an diese Kohle-Ding-Geschichte noch mit an. Und lassen das dann darüber noch laufen. Vielleicht kriegen wir das hin. Das kann man lernen. Ja, bestimmt kann man das lernen, aber wann soll ich das denn lernen? Das ist... Oh, guck mal! Ist ja irre. Schau mal, wie schnell die hier das gelöst haben, das Problem. Verrückt. Kann man in der Medizin forschen? Das hier oben müsste eine medizinische Universität... Nee, ist eine technische Universität. Ich glaube, Medizin hat keine eigene Forschung, nur die technischen haben Forschungen. Nichts lernen, mehr streamen. Oh, das wäre auch schön, ne? Also, es ist, ja, ist alles schön. Ein Feuerwehrfahrzeug kommt nur. Beim anderen haben sie gleich 8 geschickt. Ja, jetzt kommt hier nur einer.
Praktikant losgefahren. Ein neuer Zwerg ist. Markus! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Pilsener 2005. Pilsener im zweiten Monat. Vielen lieben Dank an Markus der Franke. Und Pilsener sagt bei Export. Schön. Hallöchen. Guten Abend dir. Warum verlierst du so viel Geld? Ich vermute, dass wir gerade mal wieder ein Exportproblem haben. Wobei viel Geld verlieren ist immer relativ, ne? Wir haben wahnsinnig viele Leute drin, weil der Treibstoff ist voll. Das ist halt so ein generelles Problem, was wir jetzt aktuell die ganze Zeit schon haben. Wir exportieren nicht, weil der Treibstoff Knülle ist. Wir brauchen definitiv hier noch ein zweites Fahrzeug drin. Das wird keine andere Lösung geben als diese, dass wir einen etwas längeren Zug nehmen, der nur Treibstoff exportiert. Wir kommen sonst tatsächlich nicht ran. Ich muss jetzt wieder was wegwerfen von unserer teuren Produktion, damit der hier voll wird, damit er überhaupt losfahren kann. Das ist total dämlich. Also das ist wirklich total dämlich so. So, der nächste kommt hier reingefahren. Was? Ich glaube, Spieleklicks, das wird so nix. Das Depot ist angeschlossen, also kaufe ihn. Ah, ist noch nicht ganz schön. Noch nicht so, wie ich es will. Andrea, lass dir dein Abendessen schmecken. Und Thor, auch dir einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Der nächste angetankt. Das verdient dann nur wieder Geld. Müssen wir jetzt ein bisschen im Blick behalten. Schauen wir mal schnell. Die richtige Ausfahrt ist eigentlich noch nicht da. Wir könnten natürlich jetzt einen Zug kaufen. Wir hatten da gesagt, die Kilometer sind wichtig. Ich kaufe den ukrainischen. Jetzt probieren wir. Jetzt warte mal jetzt. Der fährt jetzt 100. Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar. Das wird immer noch 100. Okay. Dann ist es mir das wohl wert. Haben wir da eine Linie? Haben wir nicht, ne? Ist auch egal. Du tankst. Kein Bitumen. Genau, das und das. Die zwei Sachen. Stopp. Also, wir sagen ihm jetzt, du sollst fahren. Hierhin. Beladen. Treibstoff. Entladen für den Fall Öl. Wobei, Öl kaufen wir nicht. Lassen wir mal. Der belädt nur Treibstoff und fährt das Zeug dann an die Grenze. So. Hier entladen von allem. Warte bis entladen. Hier im Übrigen warte bis beladen. 100% ist auf jeden Fall absolut wichtig. Ach so, jetzt hat er hier das... ja. Ich stelle das nochmal einzeln ein, auch wenn ich es eigentlich nicht müsste. Aber nur, dass es da keine Fragen gibt. Okay, jetzt haben wir hier 1200 Tonnen. Das heißt, er macht eigentlich im Prinzip, wenn der Zug ankommt, macht er unseren kompletten Treibstofftank einmal komplett leer. Mehr oder weniger. Ist noch 300 Tonnen drin oder so, aber jetzt nicht mehr in die Wucht, ne? Also, das Dingens ist bitterböse, Freunde. Das ist bitterböse. Das macht jetzt hier nochmal einen richtig krassen Unterschied. So, wir gehen mal auf Normalgeschwindigkeit zurück. Wir bleiben hart am Zug, Freunde. Ihr wollt immer Züge, jetzt kriegt ihr sie. Ich glaube, da ist auch irgendwas mit der Schiene nicht richtig bei der einen Seite. Oh, herrlich.
Ein Herz für Züge. Das ist doch wunderhübsch, oder? Der fährt tanken. Nee, er fährt nicht tanken. Führer aus der Schweiz. Ich weiß doch auch nicht. Oh, steht gerade keiner drin? No. Jetzt die Frage, ist der Zug zu lang gewesen? Das werden wir jetzt gleich erfahren, ob der für unser Setup hier zu lang ist. Ja. Warte. Wir lösen das Problem jetzt auf zwergische Art. Nee, wir können das hier nicht lösen. Wir brauchen diesen Zubringer an der Stelle tatsächlich. Wobei die Tanke halt auch für den Arsch ist, ne? Ja, wobei, die ist gar nicht so... Ja, nee, die ist eigentlich ganz gut sogar. Die können das halten? Im Prinzip, also man, da geht schon ein bisschen was raus, ne? Aber die Produktion der Fabrik kann diese Produktion halten. Die können das aufrechterhalten. Ich hätte jetzt gedacht, der saugt den einfach leer, ne? Aber nix. Nix. Das wird schon weniger, das ist schon klar. Aber die können fast die Produktion, die Betankung hier durch den Zug ausgleichen. Das ist ja übel. Hätte ich nicht erwartet. Habe ich absolut nicht erwartet. Wir könnten natürlich jetzt eine Sache machen. Wir könnten natürlich jetzt eine Sache machen. Eigentlich ist es ja an der Stelle völlig egal. Wir machen jetzt eine kleine Umbauaktion, die auch mit Rubels bezahlt wird. Ein Zwerg verlängert sein. Dankeschön! Und der zweite Monat. Freaky, vielen lieben Dank für den zweiten an der Stelle. Vielen lieben Dank für den Support. Danke dir. Saulieb. Das ist saulieb von dir. Ey. Jetzt aber. Puh. Okay, jetzt drehen wir das einfach den Spieß um und sagen, wir machen jetzt hier so ein Teil rein. Das ist weiter vorne. Das lassen wir jetzt mal bauen. Und dann machen wir das Gleiche. Machen wir jetzt hier auch nochmal. Dann können die hoffentlich zum Tanken hier reinfahren, ohne dass es immer Stress gibt. So. Die zwei Weichen baue ich mit Rubels. So, dann müsste das nämlich eigentlich hier funktionieren. Und dann machen wir hier diese Signalgebungen weiter nach hinten. Das sind jetzt hier in beide Richtungen. Und hier ein Chain in beide Richtungen. Dann können wir das hier wegmachen. So. Weil dann haben wir das nämlich auch gelöst. Weißt du, kein Problem an der Stelle. Was hier schon wieder? Ja, keine Arbeiter. Da schicken wir jetzt demnächst Knackis hin. Da haben wir mehr als genug von. Das sollte kein Problem sein. Da. Wie viel hat er drin? Ja, fast die Hälfte voll.
bei 200.000. Das heißt, wenn der voll ist, hat er fast 400.000 Rubel auf einen Schlag, die der weg nach Hause fährt. Ja. Das ist, ja, nicht ganz 400.000, sagen wir 350.000, aber das ist trotzdem viel. Ich hoffe nur, dass wir die Produktion, dass uns die nicht um die Ohren fliegt. Dass wir da nicht noch mehr Probleme kriegen. Ey, selbst die können fast darüber laufen. Zwar nur fast, aber immerhin. Angeschlossen? Was, hängt das irgendwo dran? Das ist natürlich ein totes Ding, ne? Das kannst du vergessen, das ist komplett im Eimer. Ja, sowas Blödes. Das ist natürlich saublöd, wenn das schief läuft, ne? Es ist mir offensichtlich und euch wahrscheinlich auch nicht aufgefallen, dass es so ganz lost ist, das Teil. Die Frage ist, lohnt sich das da hinzubauen? Scheinbar aber schon. Wobei, warte mal. Hätten wir das anders machen können? Nee, das geht tatsächlich nur so. Ja, okay, dann machen wir das mal so. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Jetzt die Frage. Aber wir sind ja noch gar nicht fertig mit dem Umbau. Okay, ist auch halbwegs okay. Ich baue hier mal ein paar Sachen ein bisschen fertig. Haben wir das nicht schon mal probiert und das ging alles nicht? Das geht alles nicht. Das haben wir schon mal probiert und das ist an der Stelle total bescheuert. Aber da das eh alles umgebaut wird später mal, habe ich da keine Bauchschmerzen gerade mit. Die kommen jetzt dann auch auf der hinteren Seite oder auf den Seitenstraßen raus. Das bedeutet, wir können dann langsam auch anfangen, auch hier unseren Weg schon mal weiterzubauen. Damit wir auch die letzten Straßen in Parzenberg dann demnächst schön haben. Auch der wird jetzt mal umgebaut. Wenn da keiner mehr rausfahren kann, das ist mir schon klar. So, lass mal das mal machen. Also wieder ein Stück mehr dann. Das ist ein Stück mehr. So. Passt der neue Lange beim Zollhaus hin mit der Weiche? Gute Frage. Weil ich glaube, die war extra lang gewesen. Ja, die war richtig lang. Guck mal. Da haben wir eine sehr, sehr lange einspurige Geschichte gemacht, weil wir am Anfang auch nicht das Geld hatten. Da ist sehr viel Platz. Ja, über 350.000 auf einen Schlag. Wunderhübsch.
Ja, ich meine, der steht zwar 5 Milliarden Jahre, bis der dann mal fertig ist. Und jetzt hängen natürlich die anderen sofort auch wieder dran. Wie viel Treibstoff haben wir noch? 500 Tonnen, grob. Dafür klappt das mit dem Bitumen jetzt ganz schick. Wir müssen aber halt echt gucken, dass wir mehr Leute hier hinbekommen. Also da müssen mehr arbeiten. Die Frage ist natürlich jetzt auch die, ob eventuell mit diesem Umbau jetzt deutlich mehr Leute hier auch generell arbeiten können. Ich meine, wenn der da mal fertig ist, ganz klar. Weil einfach die Leute vielleicht einen kürzeren Weg dadurch haben, um hier hinzukommen. Momentan schaffen sie es nicht, also schafft der hier hinten, schafft es halt eben gerade so bis zur Feuerwehr, aber vielleicht kriegt er den Weg günstiger hin. Muss man mal schauen. Gefängnisbusse, ja, möglicherweise könnte uns das nochmal entlasten, aber da sind eh schon so sau viele Leute unterwegs. Es geht schon locker flockig, ne? Ratzfatz erledigt hier. Jetzt muss nur noch drüber gerollt. Ach, schon fertig. Guck an. Sehr schön. Oh, 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 was ist denn hier los? Ah, okay. Die Anlieferung bringt hier gerade den ganzen Stadtverkehr zum Erliegen. Die liefern hier halt den ganzen Ziegel an, damit der Untergrund gebaut werden kann. Aber jetzt hat sich alles schon wieder gelöst. Arbeiten bestimmt auch 5-6 Leute dran. Wobei, wir brauchen gar nicht noch mehr Leute. Das Öl ist das Problem. War es schon immer. Deswegen kommen dann die Öl... Ja, 51 Tonnen, weißt du? Weißt du? Das ist halt nicht so geil. Wenn der mit 51 Tonnen hier durch die Gegend eiert. Das wird aber schon entladen, das passt schon. Das stimmt mit dem Öl, das Stromverteilsystem hat das. Ist das schon gebaut? Nee. Also zum Teil. Manche sind halt schon fertig und manche nicht. Pass auf, auch hier unterstützen wir dann nochmal global. Aber die hängen alle schon dran, oder? Jetzt unterstützen hier mal ein paar Leute. Wir schicken jetzt mal hier alle hin. Die sollen mal wirklich alle dieses Eck mal fertig bauen, damit wir da auch wirklich mal Leute losschicken können. Damit unser... Im Prinzip geht ja wirklich am Ende... Chemie wird ja hier hergestellt. Also, hier wird Chemie hergestellt, 5 Tonnen. Die gehen dann, zu 3 Tonnen gehen die dann da rein, ja. Hier kommen 3 Tonnen Chemie rein und produzieren 6,6 Tonnen Kunststoffe mit Öl. Dann wird das weiterverarbeitet, ja. Und die Kunststoffe davon werden 2 Tonnen und Chemikalien nochmal hergenommen. Die... Warte mal kurz, warte mal, ich habe einen Denkfehler, oder? Hier kommen Kunststoffe rein. Da fehlen Chemikalien als direkter Import, ne?
Ah, warte, Speldi, das Ding ist, ich habe einen Zubringer hier für die elektronischen Komponenten versteckt. Weil hier produzieren wir zwar Kunststoffe. Wir können auch den Stahl anliefern. Und wir können auch wir haben die Kunststoffe, wir haben den Stahl und wir haben hier das Ausgangslager für die Komponenten fertig. Wir könnten das mit einer LKW-Verbindung lösen. Das ist ja wahrscheinlich auch machbar. Also umbauen würde ich es tatsächlich nicht nochmal. Weil das wäre schon ein bisschen wahnsinnig. Da schickt man einen LKW hin. Der fährt einen LKW, der die ganze Zeit hin und her pendelt. Ein kleiner. Muss nicht groß sein. Muss nur... Mit einem kleinen kommen wir da genauso gut hin. So, wir brauchen bloß auf jeden Fall hier dann die Geschichte mit dem Treibstoff. So. Da haben wir das. Okay. Das heißt, wir haben genug Silos für alles. Wir haben, wir haben zwei Speichersilos. Wir haben hier ein verarbeitendes Silo. Das heißt, wir haben 1500, 15.000. Wie viel gehen da rein? Doch, 15.000 Tonnen. Ja. 15.000 Tonnen Getreide, was wir hier oben verarbeiten können in der Chemieanlage. Die braucht 12 Tonnen pro maximaler Produktion pro Tag. Die Frage ist allerdings immer, ob wir das, was hier drinnen liegt am Ende, wenn wir das nochmal spiegeln wollen würden, um nur Chemikalien zu produzieren, weil die werden woanders auch gebraucht und deswegen baue ich hier auch noch gerade keine Schienenanbindung hin. Die Frage am Ende ist die, ob wir nicht hergehen sollten, diese Produktionsstätte hier nochmal spiegeln und hier nochmal anschließen, um nur Chemikalien zu produzieren, dass die hier durchleitet und nur für diesen Strang der Produktion wichtig wird. Und hier können wir auch Chemikalien, also hier können wir sagen, am Ende sollen beispielsweise Elektrokomponenten rein, aber eben auch Chemikalien ein paar Tonnen. 40 Tonnen oder 50 Tonnen? Wie viel brauchen wir aber pro Tag? 1600. Ja, gut, wenn wir 50 Tonnen, dann können wir 50 Tage von leben. Das ist gut, wenn das voll läuft. Dann könnten wir jetzt hergehen und sagen: Pass auf, lass uns nochmal so einen huge Chemical Plant setzen. Wobei das im Übrigen auch keinen direkten, keine Entladestation hier hat. Das ist natürlich unglücklich, ne? Daran habe ich nicht gedacht gehabt beim Bau. Das Dingens hier. Wenn wir das jetzt so genau knapp hinstellen würden. So, dann brauchen wir hier die Geschichte mit dem Dingens da. Dann brauchen wir die Straßengeschichte. Entladestation. Straßenentladestation. Das ist die Frage. And the downs, my heart will never stray.